Herzlich willkommen zu meiner Wenigkeit, den Capella, und zu einer neuen Folge zu Let's Play Far Cry. Herzlich willkommen, Leute. Sich da ernsthaft etwa. Und wir ballern dem Typen den Kopf weg. Bam! Oh nein, wer war das? Josef? Nein, es war Jesus! Entschuldigung. Ich wollte die Waffe behalten, du kleines Arschloch. Oh ja. So, wir wollen da mal rüberschwimmen. Hüpf. Und Fisch. Ah, Leute, ich sag euch. Ja, als kleine Nebeninfo natürlich für euch. Ich mach mal kurz die Karte auf. Wenn wir rauszoomen, seht ihr, dass ich ein bisschen was gemacht habe. Also, wir haben jetzt nur noch die Spezialisten und die abgeschlossenen Aufträge. Also, ich habe mir jetzt wirklich den Rest, so diese ganzen Nebenaufgaben, Sammeloptionen, die habe ich mir alle gegeben. Die sind alle erledigt. Ja, die wollte ich dann doch nicht im Let's Play jetzt verewigen. Hier haben wir eine Goldforelle. Boah, ist aber ein scheiß Weg hier, den ich mir vor mir habe. Hätte ich mir auch einfacher machen können, wenn ich auf... Naja, egal. So, da haben wir noch ein Prepper-Versteck. Prepper-Verstecke gehören auch nämlich zu den Aufgaben in dem Spiel. Wusste ich nicht. Ich dachte, das ist eher so eine Art kleine Nebensache. Macht schon. Na los, ihr Biester. Ach, der angelt wieder. Okay. Ach, hallo. Ach. Nee, ich hab leider keinen Moment. Um ehrlich zu sein. Ich will nämlich ein Versteck finden und das haben wir nämlich hier. So. Was? Hier ist ein Gegner drauf? Das kann nicht sein. Was soll das für ein Gegner sein? Hä? Manchmal frage ich mich, bewegt sich das? Ja, jetzt ist es weg. Nee, nicht ganz weg. Egal. So, was haben wir denn hier? Prepper-Notiz. Mein Bunker ist beschädigt. Irgendein Arschgesicht hat einen Schwimmbagger da reingefahren. Ich wollte ihn losmachen, aber jedes Mal, wenn ich die Steuerung anfasse, gerät er nur noch tiefer ins Loch. Das fehlt mir gerade noch, dass ein Haufen Peggys hier reinschwimmt und mir meinen Scheiß stehlt. Ich mag ja Bienen nicht, ne? Bin ich kein wirklicher Schisser zwar, aber... So. Lass mich raten, wir müssen da rein tauchen. Ist jetzt so meine erste Vermutung, die wir da haben. Ich kann ja mal da oben hochklettern. Ich weiß zwar nicht, was uns das bringt, aber... Okay, es bringt uns anscheinend absolut gar nichts. Ihr wollt mich doch verarschen, ey. Was die Pisser hier immer noch auf Wasser sind. Das sind auch Gegner. Alter Falter. Ganz schön viele. Na, für meinen Geschmack. Ich dachte immer, es hat sich beruhigt hier. Ah, da komme ich nicht durch. Da ist ein Gitter. Wie kommen wir da rein? Ich würde behaupten, immer noch durchs Wasser. Das ist die einzigste Möglichkeit, da reinzukommen. Oh, das Wasser ist verseucht, kann das sein? Das wirkt jedenfalls so. Von den Geräuschen her. Gucken noch mal da unten. Nee. Vielleicht stelle ich mich auch gerade wieder zu doof an. Was soll man machen? Wir sollen den aktivieren. Ja, das ist mir ja auch wohl bewusst. Aber
Wie kommen wir da gottverdammt nochmal hin? Ich hätte ja gesagt, von da oben irgendwie, aber... Da ist jedenfalls offen. Da kommen wir auch nicht mehr rauf. Okay, verstehe. Ist aber ein ordentliches Bäckerchen hier. Meine Fresse. Ich verliere so ein bisschen die Orientierung, um ehrlich zu sein. Haben wir denn irgendeinen Hebel da drin, den ich sehen kann? Oder irgendeinen Vorteil? Da ist auf jeden Fall eine Treppe, die von oben hier runterführen würde. Bringt uns aber erstmal so gesehen auch nichts. Okay, wollen wir die ganze Sache mal ein bisschen sachlicher angehen. Ich gehe da nochmal nach oben. Probier es jedenfalls. Vielleicht hat es ja doch einen höheren Sinn. Auch nichts. Tja, Leute, wie kommen wir da rein? Wie gottverdammt wollen die, dass wir da reingehen? Da stand Klettern eben. Aber ich bezweifle, dass es das Klettern war. Also ich bin... Nee, kann es mir nicht vorstellen. Das wäre doch ein bisschen zu viel des Guten. Aber ich probiere es trotz allem nochmal. Aber ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist. Klettern heißt ja irgendwie hochangeln. Und wenn das jetzt in dem Sinne der Fall wäre, dass wir uns da runterfallen lassen und dann so gesehen reinhüpfen. Nee. Okay, gut. Weiter geht's mit dem kleinen Kackrätsel hier. Da unten müssen wir rein. Aktiviere die... Ja, die Steuerung. Ja. Nein! Ja, da wollen wir rein. Na also... So, ich weiß zwar nicht, was in dieser Suppe wieder rumschwimmt, damit man so bescheuert ist, aber irgendwas, was die ganzen Freaks da wahrscheinlich alles wieder ins Wasser werfen, wahrscheinlich. So, einmal ab nach oben. Ich sehe schon die Belagerungssteuerung. Nee. Bleib mal oben, Keule. Bleib mal oben. Das ist eigentlich schon ganz gut gewesen. So, anmachen. Ach, haben wir den jetzt so kaputt gemacht, dass wir... ja, ist das so einfach? Okay, dann mal ab zum Bunker. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich war ja noch nicht im Bunker. Der Eingang war ja hier irgendwo. Da war... Was haben wir da für ein Bild? Ach so, Anleger. Ah, scheiß Bienen. So, ab in den Bunker. Ich höre eine fucking Schlange. Euer fucking Ernst? Wo soll die sein, bitte? Mein Bunker ist nutzlos. Ich habe keine Wahl. Ich muss fliehen. Ich habe Gerüchte gehört, dass jemand in den Bergen im Norden so eine Art Miliz ins Leben gerufen hat. Vielleicht gehe ich dahin, dass du liest, dass du Eingang zu meinem Versteck findest. Dann bedien dich ruhig. Wo ist diese scheiß Schlange? Die ist dahinter, oder? Ich glaube nämlich ja. Kackschlangen. Ich mag die nicht. Okay, uns fehlt immer noch die Karte. Scheiße!
Wir sollten dahin, wo wir das freigebuddelt haben, kann das sein? Da unten. Ah, scheiße. Gab's da etwa noch einen zweiten Weg in den Bunker oder was? Ah, ja. Nette Höhle. So, lass mich raten. Die führt dann irgendwie wieder... Ach du Scheiße, ich mag ja sowas absolut nicht. Ne? Es gibt ja so viele Horrorfilme mit so Höhlen und Engpässen. Kann ich ja absolut nicht leiden. Boah, Alter, ist das hier verwinkelt. Alter Falter. Irgendwo hier soll die Schlange sein, ja? Drecksvieh! Was das Drecksvieh direkt neben den Eingang da hängt, ey. Scheiße, ne. Okay, mehr haben wir hier aber wirklich nicht. Können wir hier noch? Okay, wir haben wahrscheinlich die Karte hier, oder? Ja. Yay, yeah, wieder Vorteilspunkte, liebe Leute. Das heißt, wieder ein bisschen skillen und so. Oh, das haben wir alles voll. Scheiße. Können wir alles nicht mehr tragen. Oh, schade. Prepper-Versteck. Gefunden und erledigt. Würde ich damit sagen. So, gehört das jetzt eigentlich noch zu unserem Gebiet? Nee. Das gehört schon alles wieder zu Johannes Peter. Von da aus, wir haben noch eine kleine Aufgabe und zwar auch das, einige Aufgaben, die wir noch zu tätigen haben. Ich würde jetzt einige machen wollen, wie zum Beispiel diese hier. Was müssen wir da machen? Erreiche das Brock-Lager. Dr. Perkins will, dass du einen lebenden Judge fängst. Ja, wunderbar. Nur als Nebeninfo für alle die jetzt nicht wissen, was gemeint ist. Das sind diese Wölfe, die so gesehen bekehrt worden sind von den Gegnerischen. Weil man kann die Tiere ja hier füttern, wortwörtlich, damit sie einen zutraulicher werden. Das kann man sogar mit den Wildtieren tun. Aber ich habe da bislang im Internet nur komische Sachen gesehen, die nach hinten losgehen. Deswegen, danke, dass du im richtigen Moment aufgetaucht bist. Mein gesamtes Team wurde entführt und dann haben diese Monster mit ihnen geübt. Hab Glück gehabt, dass sie mich nicht erwischt haben. Okay. Hey, ich hab diese Judges schon seit Monaten studiert. Die sind wirklich abgefahren. Anders kann man es echt nicht ausdrücken. Im Grunde pumpen Jacob und seine Leute diese armen Wölfe komplett mit Drogen voll. Keine Ahnung, was sie genau nehmen, aber sie werden dadurch zu echten Kriegsmaschinen. Noch viel schlimmer ist, dass der Kult diese Tiere auf irgendeine Weise kontrollieren kann. Das klingt vielleicht verrückt, ich weiß, aber diese Judges folgen einfach jedem Befehl. Langsam befürchte ich, dass sich diese Experimente nicht ausschließlich auf Wölfe beschränken. Läuft. Das ist noch ein Sternfuzzi. Das sind schon mal zwei Stück. Wow, wo kommt der Sniper weg? Das habt ihr richtig erkannt. Ein ganzer Sniper, liebe Freunde.
VIP Nummer 1. VIP Nummer 2. Hund Nummer 3. Der könnte schwieriger werden. Muss mal gucken, wie ich den kriege. Tja. Okay, die Luft ist reif. Gib mir eine Sekunde, ich bin gleich da. Das sind Wölfe, oder? Scheiße, ja. Ich komm die Seilrutsche runter. Oh Gott, hier krieg ich eine Gänsehaut. Okay. Weiß nicht, ob wir den überhaupt töten dürfen, aber... das Tor, damit wir anfangen können. Gut, jetzt wird's lustig. Lock einen rein. Scheiße! Noch mehr frei rum. Du musst dich um sie kümmern. Ach du Scheiße, du hast einen! Gut gemacht, ich komme sofort runter. Ich war nicht sicher, ob du das hinkriegst, aber du hast es mir gezeigt. Oh, sieh ihn dir nur an. Wunderschön. Naja. Lass mich dich mal genau. Wo ist sie denn jetzt? Da. Finde das schon raus. Keine Sorge. Ich kann dir wirklich nicht genug danken. Dieses Exemplar ist alles, was ich zur Synthetisierung der Formel brauche. Hier, nimm diese Probe, an der ich gearbeitet habe. Das sollte dir bei der Jagd nach diesen Viechern helfen. Das war's jetzt, ja? Zeit fürs Abendbrot! Hemophatica, halte L1, um Waffenrad zu öffnen und Werkzeug zu wechseln. Wähle eine Nummer mit R, halte Dreiecke gedrückt, um eines herzustellen, wenn du über die nötigen Zutaten verfügst. Okay. Weniger Komponenten benötigt. Alles klar. Das war's, ja? Oh, was haben wir denn hier in der Nähe? Habe ich das richtig gesehen? Weil dann wäre die Aufgabe auch schon mal erledigt. Nein. Dann haben wir eigentlich nicht mehr so viel, außer Cheeseburger. die Aufgabe finde ich ehrlich gesagt echt interessant. Da gehen wir auch mal hin. Cheeseburger ist ja ein neuer Begleiter, den wir dann kriegen könnten. Und ich finde das echt super. wenn ich mir vorstelle, wir haben so einen Bär als Begleiter, was wollen wir mehr? Zu gut. Also wir haben noch zwei Begleiter, die wir hier finden müssen. Und dann war's das, theoretisch. Ba da 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 da. So, wir müssen eigentlich nur angeln. Jetzt nicht unbedingt die spektakulärste Aufgabe für euch, aber fange einen schönen Lachs. Na ja, gut. Dann wollen wir mal
Angel. Na komm, der kann doch nicht so schwer sein. Das war's schon. Lachs. Hey, falls du den Lachs schon hast, ich habe gehört, Cheeseburger wurde in der Nähe von dem Linero Baubedarf gesehen. So, in der Nähe vom Bauernhof, da reisen wir doch mal schnell hin, weil da sind wir ja, waren wir ja schon mal, außer da unten, da war ich noch nicht. So, da bin ich ja mal gespannt auf bei den Bären. Ja, etwas Gutes tun können und ob er unser Freund wird. Oh Gott, das wird lustig bestimmt. Ich stelle mir das lustig vor, mit einem Bären darum zu eizen. Irgendwo geil. Vor allem schickst du erstmal so ein Bären in Lager, weißt du? Ach, das sind Gegner. Was zum... Warum? Warum sind hier auf einmal so viele Gegner wieder? Naja gut, storytechnisch gesehen, ne? Okay, wir kümmern uns natürlich schlussendlich mal wieder erst um den Obermacker. Ich liebe das Scharfschützengewehr, ich liebe den Bogen und ich liebe die Pistole. Ich bin eigentlich rundum glücklich, muss ich sagen. Ich will gar keine andere Waffe haben, um ehrlich zu sein. Finde Cheeseburger. Ah, ich würde dir nicht streicheln. Ah! Doch, okay. Oh, wie süß. Hallo, Pärchen. Ja. Cheeseburger, du bist unser. Hindere die Sekte daran, Cheeseburger zu fangen. Oh ja, Cheeseburger, erledige deine Aufgabe und töte die Rowdies. Dude. Oh yeah, wir schießen die tot. Bumm. Was? Hallo? Alter, ich bin so schlecht. Der isst die alle auf, Alter, Alter. Guck mal. Kills mit Dynamit. Die Mucke dazu ist geil. Oh, das sind aber einige jetzt. Lass den verdammten Bären nicht entkommen! Geil! Keine Muni!
Macht nichts. Was? Da hat eine Explosion gefehlt. Du hast einen Bär hinter dir. Du hast einen Bär hinter dir. Du hast da immer noch einen Bär hinter dir. Tja, wenn ich hören will, der muss fühlen. Oder Cheeseburger essen. Verdammt! Hab gehört, dass du Cheeseburger gefunden hast. Solange er bei dir ist, weiß ich, dass es ihm gut geht. Denk nur bitte daran, ihn nicht mit Cheeseburger zu füttern, weil er Diabetes hat. Du bist süß. Dich kann man auch streicheln. Wie geil ist das denn? Ich hab gehört, dass du Cheeseburger von der Sekte gerettet hast. Wie süß. Paulus Jungs haben ihn gut trainiert. Der wird alles zerfleischen, was ihm in den Weg kommt. Oh ja. Und hier im County kennt ihn wirklich jeder. Also nice. Musst du jetzt wohl die zweite Geige spielen. Ja, macht nix. Das finde ich gut. Meine große Geige hier. Ja, das ist ziemlich schön. So, so eine solche Mission könnt ihr gerne öfters machen. Oh Gott, ich kann gar nicht. Ich hab Pipi in den Augen. So, jetzt haben wir nur noch einen Begleiter, der uns fehlt. Also einen Spezialisten, so gesehen. Das kann ja eigentlich nur dort unten sein. In dem Sinne würde ich sagen, sehen wir zum nächsten Part einmal wieder. Und auch mit Cheeseburger, Leute. Außer Rinsen. Mit ganz bekannten Grinsen. Tschüss.